wenn uns etwas trifft, dann betrifft es uns auch. Was ist damit gemeint? Damit ist ganz einfach gemeint, dass immer wenn wir eine emotionale Reaktion haben, egal ob positiv oder negativ, egal ob wir gerade freudig erregt sind oder ob wir wütend und aggressiv sind, immer wenn uns etwas trifft, was von außen kommt, dann betrifft es uns auch. Betrifft soll bedeuten, dass wir das bereits in uns haben, dass quasi diese Reaktion überhaupt nicht erfolgen kann, wenn nicht diese Art emotionale Last oder auch emotionale positive Last sozusagen bereits in uns wäre. Wir denken immer, die anderen würden das verursachen. Wir geben dann den anderen die Schuld, dass wenn sie jetzt nicht so gehandelt hätten oder wenn die Situation nicht so blöd gewesen wäre, wenn die Politik nicht so scheiß Entscheidungen treffen würde, dann würde ich mich gar nicht aufregen und so weiter. Aber das, dass wir uns aufregen, das ist alles schon in uns drin. Und wir können daran sehr gut erkennen, an was wir vielleicht noch arbeiten müssen. Weil alles, was uns emotional erregt, ist quasi in uns und haben wir selbst noch nicht verarbeitet. Das heißt, diesen Samen haben wir bereits in frühester Kindheit oder im Erwachsenenleben irgendwann gesät und der wird jetzt immer nur gefüttert und es werden unsere Knöpfe gedrückt und wir fahren dann aus der Haut und so weiter. Das ist jetzt im negativen Sinne, es geht natürlich auch im positiven Sinne. Also es ist immer wichtig zu wissen, dass wenn uns irgendwas emotional aufregt, das können auch die kleinsten Kleinigkeiten im Alltag sein, dann wissen wir, aha, Moment, bewusst werden, erkennen, das war gar nicht der andere oder die andere Situation oder die Situation, die mich jetzt dazu geführt hat, sondern diese emotionale Last, dieser emotionale Schmerz oder was auch immer, war bereits in mir und diese Situation hat ihn nur ausgelöst oder hat mich nur darauf hingewiesen oder diese Person hat mich nur darauf hingewiesen, dass das noch in mir ist. Also dankbar sein den Situationen gegenüber und den Menschen gegenüber, dass sie sich darauf hinweisen, jetzt weiß ich, wo es steckt, jetzt fühle ich es plötzlich im Körper, jetzt kann ich es hochholen und damit atmen und es sozusagen verwandeln. Also, sehr wichtig, das zu erkennen, dann wird man auch nicht mehr auf andere Leute sauer sein, dann gibt man keinen anderen Leuten mehr die Schuld, verurteilt andere Leute, verurteilt irgendwelche Situationen, die Politik und so weiter. Das ist das eine und das andere ist das Verurteilen an sich, wo ich gerade drüber geredet habe kurz. Und zwar, wenn wir andere Leute verurteilen, dann verurteilen wir quasi uns selbst. Denn alles ist eins, wir sind alle miteinander verbunden, darüber habe ich schon öfter mal geredet. Das heißt, immer wenn wir andere verurteilen, also der ist schlecht oder sogar die Religion ist schlecht, diese Volksgruppe ist schlecht oder er ist blöd, weil er unzuverlässig ist oder er hat mich verletzt, er hat mich verlassen oder sie hat mich verlassen. Oder wie kann man nur so dämlich sein? Also wenn wir uns über andere aufregen, entweder einzelne Menschen oder sogar Situationen oder ganze Bevölkerungsgruppen, dann heißt es immer, dass wir uns selbst verurteilen, dass wir etwas in uns selbst nicht annehmen, weil wir vergessen zu erkennen, dass alles zusammenhängt, dass jeder Mensch mit jedem zusammenhängt, dass jeder Mensch mit jedem Grashalm zusammenhängt, dass quasi alles mit allem zusammenhängt. Und wenn alles ein großes Ganzes ist, dann verurteilen wir einen Teil von uns selbst, wenn wir andere verurteilen. Das heißt, es geht immer auf sich selbst zurück und man verurteilt immer sich, man fügt immer sich selbst Schmerz zu. Und damit komme ich wieder auf den Anfang zurück. Es betrifft immer uns. Die anderen drücken nur die Knöpfe, also an sich selbst arbeiten. Und es mit sich selbst ausmachen und aufhören, die Welt zu beschuldigen, weil dann beschuldigt man quasi nur sich selbst. Das dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.